Lust auf ein heißes Quiz, meine Freunde des Pokémon-Universums? Dann seid ihr heute bei Pokémon Rot. Genau richtig und damit herzlich willkommen. Ja, wir haben Nidoking vorne, das beherrscht natürlich Erdbeben und ja, das ist so heiß wie noch was, hier die Antwort falsch zu nennen, damit es auch fleißig kämpfen kann. So. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Ja. Also in Generation 2 erinnere ich mich an 16, also gibt's 9. Was? Wie? Es gibt 9. Hey, das stimmt doch. Ich spiele Generation 6, das stimmt. Meine Güte, ich glaube die 2. und die 4. Generation waren die einzigen Generationen gewesen, wo es 16 Orden gab. Und ich fand's cool. Ich fand's cool. Do it again. Game Freak, do it again. Wir wollen 16 Orden haben. Ich fänd's ja so episch, wenn man in der 7. Generation einfach in Kalos reisen könnte. Ich weiß es nicht. Man hat Kalos doch schon designt. Macht ein Schiff und lasst uns nach Kalos fahren. After Story Inwards oder keine Ahnung. Ich fänd's einfach cool. Selbst wenn's Kanto wäre. Meine Güte, selbst das beschissene Kanto fänd ich gut. Hauptsache 16 Orden und so. After Story ist immer gut. After Story ist immer gut. Meine Güte. Wir haben auch die Kampfzone genossen. In Smaragd. Ich wünsche mir sie übrigens sehr gerne zurück, aber Hauptsache ein Duellturm hinstellen, ein Kampfparadies oder wie das heißt, in Omega Rubin und Alpha Saphir hinstellen. Kampfresort, meine Güte, Kampfresort hinstellen und sagen, ja, okay, da wird ein Duellturm irgendwann mal gebaut und alle lassen sie sich glauben, dass hier Download-Content kommt. Was ist? Wir bekommen Sun and Moon. Why not? So, Erdbeben, sehr effektiv. Bam, tschüss. Besiegt Streber. Yay. Das war unprofessionell. So, jetzt mach die Tür auf. Wir brauchen einen Top-Äther. Und zwar für... hier, Erdbeben. Hallo. Ja, dich kann ich auch nur von unten ansprechen. Ja. Jetzt mach hinne. So. Entwickelt sich Quapsu 3-mal. Quapuzzi, Quappo und Quappo 2. Ja. Genau. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Okay. Na dann, wenn du schon sagst. Hat er Galopper? Ne, hat Ponita, aber Level 40, ne? Wow, Level 41. Krass. Krass, krass. Wir machen es einfach Erdbeben und sagen, nö, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann sagt Bonita, nö, da habe ich auch keinen Bock drauf und gehe lieber K.O. Es reicht für Level 46. Viele Erfahrungspunkte, über 1300. Du bist brandgefährlich. Hahaha, deine Witze sind brandheiß. Würde ich jetzt mal sagen. So, hallo. Ja, wir wissen doch immer die Antwort. So, dann lass mal hören. Sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Ich kenne den Typ Donner nicht, aber ja. Was? Wie? Ich kenne den Typ Donner doch nicht, das stimmt doch. Habt ihr nicht vom Donner-Typ schon gehört? Der Donner-Typ. Sind Donnerattacken. Meine Güte. Galopper. Das sieht sehr... Ich weiß nicht, Galopper sieht komisch aus. Ich glaube, kaum ein Sprite wurde so oft redesigned wie der von Galopper. Aber auch zu Recht. Ich glaube, Galopper ist irgendwie nie so ein Pokémon, wo man denkt, ja, das ist gelungen. So, machen wir hier nochmal Pokémon-Quiz. So, was hast du denn wieder für eine komische Antwort? Ja, komm, mach mal. Und jetzt scheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level. Nö. Wenn ich sie perfekt trainiere, unterscheiden sie sich nicht. Das ist also richtig, was ich gerade gesagt habe. Ach stimmt, da war ja was mit den Basiswerten, ne? In Generation 1 gibt es nämlich kein Limit nach oben. Ich bin mal gespannt, wie sie das in Sun and Moon lösen wollen. Wahrscheinlich werden dann die Werte runtergesetzt oder sowas. Also das fände ich echt krank, ja, aber kann ja sein. Weil eine Limitierung an und für sich gab es nicht. Deswegen wundern würde es mich nicht, dass das passiert. So. Fukano.
Ja, wir setzen weiter flink auf Erdbeben. Liu Kang, der war ein Level 46 mittlerweile. Ganz schön horrendes Level. Ja, und der Dieb ist besiegt. Der hat schon wieder Autsch gesagt. Meine Güte, sagen alle Diebe Autsch? Ist das in Autsch zu sagen? So. Die Tür öffnet sich auch, wenn ich den Trainer besiege. Du lügst, du Scheißautomat. Du lügst eh mich schon die ganze Zeit an. Ist dem 28 die Froschattacke? Aber selbstverständlich, Schaufler ist doch so weit hergeholt. Die Froschattacke ist doch was ganz Tolles. Die macht Quark Quark und alle Pokémon sind besiegt. Habt ihr nicht von der Quark Quark Attacke gehört? Oder von dem Quark Quark Mythos? Die Quark Quark Theorie. Die Quark Quark Theorie. Oh mein Gott. Erdbeben. Die Froschattacke. Wahrscheinlich gibt es dann in Generation 7 so ein Frosch-Pokémon, das Froschregen beherrscht oder sowas. Dann lache ich nicht mehr. Dann gibt es die Froschattacke wirklich. Und auch den Donner-Typ, selbstverständlich. Der wird in Generation 7 eingeführt und dann können wir uns alle auf diesen Quiz-Automaten beziehen und sagen, ha, das habe ich doch schon vorher gewusst. Oh, ich habe verloren. Blitzmerker. Nee, Donnermerker. Du Donnermerker, du. So. Pyro hat den besten Schmeid ever. Oder schaut euch Pyro an. Was geht mit dem? Meine Güte, Pyro Sprite. Wie viel Erdbeben habe ich denn noch übrig? Ich glaube gar nichts. Doch vier. Das sollte genau reichen, um diesen Fettsack Pyro zu besiegen. Ja, du siehst aber nicht wie Pyro aus. Oh, die Siegesträume gehen in Flammen auf. Okay. Du solltest schon mal Feuerheiler parat haben. Moment, war das nicht Eisheiler? Egal. Aber Pyro Sprite, wie jeher, sensationell. Und hat Fukano Level 42. Yes, das macht Spaß. Erdbeben, los! Ah, in der Pokémon Liga werden wir auch Erdbeben so spammen. Vor allen Dingen gegen Gengar. Es freut mich jetzt schon, dass Gengar anfällig gegenüber von Bodenattacken ist. Da können wir in Generation 3, 5, 6 und 4 und 2 nur davon... Nee, 3, 4, 5, 6 davon träumen. Die Generation 2 ist ja auch noch effektiv. Ponita hat nur Level 40. Gut, der macht es mir relativ einfach. So, das reicht sogar noch für Level 47, meine Güte. So, was hast du noch? Galopper? Nö. Sieht eh kacke aus. Sorry, was soll ich zu dem Sprite sagen? Galoppa sieht komisch aus. Galoppa sieht wie ein Pferd aus, nicht wie Galoppa. So. Meine Güte, 2000 Erfahrungspunkte knapp. Ich ahne, Arcani wird nicht K.O. gehen durch Erdbeben. Und ich finde den Arcani-Sprite so gelungen. Ich finde es schade, dass es eigentlich in Generation 2 nicht so übernommen worden ist. Aber Generation 2 sieht da auch echt bombastisch aus. Das wird nicht reichen. Boah, Glück gehabt hier mit dem Volltreffer. Bäm, 2145 Erfahrungspunkte. Vor allen Dingen, ich finde es ja lustig, dass dann immer so... Ist dann die Luft raus, oder was? Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Ja, was ist mit Feuersturm? Habt ihr gehört? Glutexo und Ponita. Aber bloß nicht Galoppa und Glurak. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal raus aus dem Haus. Aus dem Haus und legen Feuerheiler, wollte ich schon sagen. Feuersturm und hier hilft mir mal auf die Sprünge in den Fragezeichenöffner ab. Falls das denn noch funktioniert. Das ist jetzt nämlich die große Frage, ob wir hier noch Platz haben. Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, irgendwann wird die Itemkapazität erschöpft sein. Und ich ahne, es wird allmählich der Fall sein. Vielleicht haben wir noch Platz. Ja. Noch ist Platz da. So. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Jo, dann heilen wir. Sehr nett von dir. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Route. Ich glaube, es müsste Route 22 sein. Karte habe ich ja nicht dabei. Brauche schon eine Karte. So, dann würde ich einmal sagen, setzen wir Schutz ein.
So, und wir surfen am besten so lang, dass ich diese Pylonen da oben sehe. So, den ersten Trainer haben wir schon mal. Auf der Zinnoberinsel befindet sich ein Pokémon-Labor. Nein, das habe ich nicht gewusst. Vor allen Dingen die Schönheit schwimmt. Die Schönheit, sie schwimmt im Wasser. Vielleicht ist sie dann nicht mehr so schön. Vielleicht auch doch. Vor allen Dingen, sie hat die schönsten Pokémon der Welt. Golking und Quapsel. Was natürlich sehr tolle Pokémon sind. Raichu sollte auch bald wieder ein Level erreichen. Warte. Ja, was ist? Die Zinnoberinsel ist ein vulkanisches Island. Ja, das wird man in Generation 2 zu spüren bekommen. Da ist nämlich ein kleiner Vulkan entstanden. Mitten aus dem Nichts. Aber trotzdem ist da ein Vulkan entstanden. Schon wieder eine Schönheit im Wasser. Mit ihrem Mushas Level 30. Wie einfach 6 Level jetzt Unterschied sind, ne? In der Arena Level 36 bis Level 41 und hier auf einmal nur wieder Level 30. Das gibt natürlich weniger Erfahrungspunkte und so dauert es auch länger bis zum Level Up für die einzelnen Pokémon. Aber wir werden jetzt nur wenn sie sowieso viele Rätsel lösen müssen. Ich habe bloß ein bisschen Schiss davor, dass ich was falsch mache und dann nochmal ganz von vorne anfangen kann. Das wäre nämlich nicht so toll. Weil wenn man sich dumm anstellt, sage ich mal, es kann durchaus passieren, dass das bei mir auch der Fall sein wird, dann muss man sogar zu Zinnoberinsel zurückfliegen. Ja, was nicht so toll wäre. So, dich spreche ich mal hier von unten an. Mein Vogel-Pokémon hat mich hierher getragen. Ja, du und deine Vogel-Pokémon. Das sind immer noch Flug-Pokémon, du Toblerone-Mensch. So, Ibitak. Endlich Hamar hat er hier weiterentwickelte Pokémon. Ja, ja. Donnerblitz ist natürlich sehr effektiv. Das reicht für Level Up. Wie gesagt, ich habe schon fast gedacht, dass da ein Level Up kommen wird. So. Ich glaube, Raichu werden wir sogar vielleicht auf dieser Route sogar auf Level 50 bekommen. Denkbar wäre es. Viele Erfahrungspunkte gibt es ja auch durch die entwickelten Pokémon. Es ist immer gut, wenn wir gegen entwickelte Pokémon kämpfen. Dann gibt es mehr Erfahrungspunkte. Man sieht, Raichu volltreffert einfach alles weg, wirklich, weil die Initiative horrend hoch von den Pokémon ist. Müsst ihr euch einfach mal vorstellen, was passiert, wenn ich Agilität noch einsetze. Also, das ist echt schlimm. Schau dir meinen gestellten Körper ruhig an. Ja, ich sehe ihn aber leider nicht, weil er unter Wasser ist. Schwimmer, mit deinem Stern, du Level 35, fühlst dich wohl stark. Geh mal in die Arena von Pyro und absolvier mal das Froschrätsel. Nicht, dass du dich dann überforderst oder so. Ja. Typisch dann, Volltreffer zu landen. So, was ist mit deinem gestählten Körper? Waschlappen. Ja, hier, bitte, an deine Fresse. Den Waschlappen. Du bist nämlich ein Waschlappen. Ich bin von der Zinnoberinsel herübergeschwommen. Ja, du Schönheit. Ja, genau. Pfadfinderin im Wasser. Los. Ach ja, ich finde das herrlich. Aber am besten finde ich immer noch, den Glatzkopf. Es gibt nichts Besseres als einen Glatzkopf im Wasser. Ich meine, das Bild wäre schon im Schwimmbad sehr lustig. So. Schreibt mir eure Gedanken zu dem Glatzkopf in der Realität im Schwimmbad. Unter die Kommentare. Seid ihr einem Glatzkopf schon mal im Schwimmbad begegnet? Wenn ja, schreibt's in die Kommentare. Und schreibt, ob ihr daran an Route 21 gedacht habt. So, ich glaube, wir müssten jetzt alle Trainer besiegt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich habe es noch richtig in Erinnerung. Das wird wahrscheinlich mit dem Schutz nicht reichen. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, aber gut. So, wir surfen, 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 surfen. Ah, hier ist noch einer. Stimmt, aber das war auch kein Schwimmer. Machst du auch gerade Urlaub? Nee, dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein paar Tage, dann habe ich.
Pfadfinderin will kämpfen. Die hat einen Tentacher. Level 30. Level 30 auf Doom. Das ist natürlich sehr effektiv. Und ja, da kommt Sepia als nächstes. Nö, wir wechseln nicht. So, und das letzte Pokémon ist Jurob. Robrob. Hat einen doch relativ soliden Sprite, finde ich. Also ich finde, es gibt schlimmere Jurob-Sprites. Ich meine, der in der zweiten Generation fand ich nicht so toll. So, kennst keine Gnade. Übrigens, kennt ihr das geheime Zinnober-Inselschild? Das war hier irgendwo, glaube ich, ne? Wo waren das nochmal? Speichere mal lieber ab, weil ansonsten klicke ich es an und dann stürzt mein ganzes Spiel ab. Oder war das nur in der japanischen Edition? Ich weiß es gar nicht mehr. Also hier war irgendwo ein Schild. So. Oder war das weiter unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, wie viele Treppen. Ich meine, kann ich hier Surfer einsetzen? Stimmt, hier kann ich... Hä? Hä? Ach, das war die komische Stelle. Hier ist ein Hyperball. Den werde ich nie vergessen. So, wir setzen gleich wieder Surfer ein. Dü, 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 dü. So, dann machen wir gleich Topschutz. Dann machen wir Fahrrad. So, das ist übrigens Arktos, da können wir aber noch nicht hin. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal diese Felsen so bewegen, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. So, das ist die erste Stelle, wo wir die Felsen bewegen. War hier nicht ein Nugget drin? Ein Top-Elixier. Stimmt, das Nugget war in der Feuerrot-Grün-Edition drin. Gut, dass wir Glurak dabei haben. Glurak kann Felsen bewegen, dann mach mal. So, dann können wir hier die Felsen bewegen. Ja, das habe ich doch gerade eingesetzt. Benötigst Stärke, um den Felsen zu bewegen. Schlaumeier, natürlich benötige ich das. So, jetzt haben wir hier schon mal zwei Felsen nach unten bewegt, das ist gut. Ich meine, es gibt hier noch Felsen, die ich bewegen muss. So, hier war auch noch was drin. Ah, hier war das Nugget drin. So. Okay, hier gibt es zwei verschiedene Stellen. Ah. Gut, dass ich so viel Topschutz gekauft habe. Ist ja schlimm. Das Rätsel von der Zinnoberinsel, meine Freunde. Sag mal, ist der Fels hier auch mal irgendwo? So, dann müssen wir ja hier nochmal nach oben, ne? So, dann gehen wir hier mal nach oben. So, hier muss doch jetzt mal der Fels sein. Gibt's ja gar nicht. Dann mach mal Stärke, Glurak. War hinterher Fallen eigentlich eine gute Idee damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, den zweiten Felsen zu bewegen war keine schlechte Idee. So, wir bewegen dann den Felsen nochmal. So, dann gehen wir wieder nach oben. Das war alles ein bisschen kompliziert, ne? So, dann machen wir hier nochmal Topschutz. Na, wo bist denn? So, dann müssen wir eine Treppe jetzt nach unten. Oder eine Leiter, Verzeihung. So, und dann kann ich doch hier oben irgendwo den Felsen wieder runter bewegen. So, dann einmal hier hin, bitte.
So, das war, ja genau, das war die Geschichte, wo wir dann nach oben lang gehen müssen. So, und ich meine, wenn wir jetzt Stärke einsetzen, also an der richtigen Stelle. So, jetzt müssen wir aber leider ganz auf die andere Seite. Alles sehr kompliziert. So. Sehr verwirrend mit diesen ganzen Leitern. So, was ein Glück, habe ich mir wirklich viel Topschutz gekauft. Ansonsten, das wäre nicht so gut ausgegangen. So. Ich glaube, das war die Stelle, wo ich tatsächlich runterfallen muss. Tatsache. So, Pomon. So, dann kann ich jetzt hier, glaube ich, nochmal runterfallen. Oh, nee, hier geht's nochmal nach unten. Und ich glaube, jetzt sollte es blockiert sein, jawohl. Wir können Surfer einsetzen, Leute. Und, Leute, hier war übrigens auch nochmal ein Nugget versteckt in Pomon Feuerrot, Blattgrün. Ich werde jetzt das Spiel einmal sichern. So, und wir werden. Ich meine, Raichu kann noch Donnerwelle, ne? Wir lassen Raichu vorne. Und jetzt wird's ernst. Ganz normale wilde Pokémon-Musik, aber ein legendäres Pokémon. Es ist Arktos Level 50. Damit sollte man nicht spaßen. So, wir machen einmal Donnerwelle. Das ist das allererste, was wir tun. Die AP können sowieso nicht alle gehen, aber sinnvoll hier Donnerwelle einzusetzen. Dann einmal Sternschauer. So, wir können nochmal Sternschauer machen. Können die KP noch ein bisschen weiter runterziehen. Hier nochmal Sternschauer. Eisstrahl kommt. Der wird einiges abziehen. Volltreffer. Hui. Kann Lenny noch Drachenwut? Ich glaube, das sollte ganz knapp nicht reichen. Ja. Und hier. Welchen Ball wäre. Wir gucken mal einmal, wie das mit dem Hyperball so ist. Okay. Übrigens ist es normal effektiv, auch wenn wir gerade eine sehr effektive Meldung bekommen. Das ist ein Fehler in der ersten Gen. Oh, nein! Nein! What the fuck? Mit dem zweiten Hyperball! Krass! Läuft! Mann, das ist geil! Leute, das ist cool! Sofort Arktos angefangen mit dem zweiten Ball. Raichu hat zwar einen Volltreffer abgekriegt, aber einen super Job mit Donnerwelle gemacht. Klasse! Das hat ja wie am Schnürchen funktioniert. Ich hoffe, dass das auch mit den anderen Legis so klappt. Mit den anderen Vogel-Legis. Oje. Das war ja mal cool gewesen. Das ging schnell. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen jetzt hier voll den langen Kampf mit Arktos. Und ich muss die Folge wahrscheinlich wieder überziehen, aber hey, why not? Alles easy. So. Machen wir einmal Surfer. So, jetzt ist zwar Raichu K.O., aber wir haben ja hier. Du hättest mich sowieso nicht gesehen. Manchmal müsste man sich echt fragen, wie die Trainer einen sehen wollen, wenn ich sie anklicke. Aber okay. Ich bin echt gespannt, wie viel Erdbeben abzieht. Aber es sollte eigentlich reichen. Wir sind leveltechnisch noch deutlich überlegen. Ja. Das war krass, Mann. Das war krass. Haben wir direkt einen Arktos Level 50. Ich meine, es wäre vielleicht sinnvoller, euch das Arktos zu geben. Wenn ihr Interesse dran habt, könnt ihr mir mal schreiben. Dann bekommt ihr das Arktos auch von mir. Ist nett, ne? Von mir. Das muss man lassen, ne? Also, wenn ihr das Arktos haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Aber
der Tauschzeitpunkt wäre dann natürlich etwas in der Zukunft. Weil wie soll ich euch dieses Pokémon schon großartig geben? Ich meine, Internetfunktion gibt's ja nicht. Es gibt ja nur Infrarot. Von daher müsstet ihr schon zu mir kommen oder so. Keine Ahnung. Ich behalte mir das Arktus mal einfach auf der Box. Verbleiben wir mal so. Sag mal, ist Seemond nicht Flugtyp? Komm, mal einen Hornbohrer, dann gehen wir auf Nummer sicher. Bäm. Nidoking erreicht derweil Level 48. Ja, und dann kommt Seebär. Ich find's immer nur krass, dass es so gut gelaufen ist. Hätte ich nicht gedacht, das ist sehr effektiv mittlerweile. So. Wer einfach Hornbohrer fast immer trifft, ne? Krank. Seemon. Fast immer heißt nicht immer, ne? So. Machen wir nochmal. Klappt nicht. Bam, Bodycheck. Reicht nicht, Mist. Hier verliert Nidoking ganz viel KP. So, was ein Glück. Haben wir hier Seemon draufgekriegt. K.O. bekommen. Schluss damit. Schluss damit. Genug ausgepeitscht. Ja, geh zu einem Dompteur. Hast du mehr Freude als bei mir. So. Nächster Trainer. Neues Glück. Das Wasser hier ist sehr flach. Ja, wir sehen hier eindeutig die Flachheit dieses Wassers. In Generation 3 sieht man das wirklich gut, weil da sind echt viele Dünen, sage ich jetzt einfach mal. Aber so in Gen 1, da siehst du gar nichts. Da siehst du einfach nur Wasser. Da siehst du noch nicht mal ein bisschen Land. Ja, und Nidoking ruht hier. Und vernichtet Mushas, kommt Austos, Level 31. Das wird nicht reichen mit Erdbeben. Sei denn, es ist ein Volltreffer. Also Austos Verteidigungswerte sind bis heute wirklich phänomenal gigantisch. Deswegen, also Austos hat echt wirklich eine immens hohe Verteidigung. So, und wir schwimmen einmal noch zurück. Als er mich das damals gefragt hat, ne, als ich Pokémon Rot gespielt habe, konnte ich wirklich nicht schwimmen, ne? Der hat mich so ein bisschen angepisst. Also ganz minimal. So, wir machen einmal Bodycheck. Nidoking wird verletzt. Why not? Seepier, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Nein! Blubber. Oh oh. Initiative kann sinken. Ja, ja. Nein! Nein, Blubber! Blubber, why Blubber? Oh Gott, ein KP. Seemon? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Machen wir mal Bodycheck. Es geht ja eh nicht K.O. Ja, Nidoking geht aber K.O. Ja, haben wir ja noch Kickler. Hier, Kicker. Aka Kickle. So, machen wir Doppelkick. Bam. So. Nächstes Pokémon ist wieder Seepär. Der hat nur Seepär und Seemon. Machen wir Doppelkick. Boah, das sieht elend viel ab. Ja. Und der Schwimmer ist besiegt. Ich wurde torpediert. Torpediert. Bloß mit was für einem Torpedo? Ich habe gar keinen. Ach, gegen den haben wir schon gekämpft. Gut, dann können wir die nächste Route aufsuchen. Flink und langsam. Sag mal, habe ich gegen dich gekämpft? Ja, gegen dich habe ich schon gekämpft. Okay. Ich müsste gleich eine Horde von Trainern sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ach ja. In diesem wirklich Trainerquadrat machen wir jetzt einmal Schluss. Ich glaube, das ist die höchste Trainerdichte in 6. Generation. 4 Trainer auf einem Fleck. Gefühlt 9x9 Quadraten. Leute, wenn es euch gefallen hat, liken, favorisieren hier an der Stelle nicht vergessen. Würde mich sehr, sehr freuen.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Na, mein Freund des Pokémon-Universums, bist du auch ein richtiger Retro-Freak? Da habe ich für dich zwei Projekte, die dich interessieren könnten. Zum einen auf der linken Seite ein echter Klassiker, Pokémon Kristall. Unbedingt ansehen, falls ihr das noch nie getan habt. Und das erste Pokémon Mystery Dungeon, das es überhaupt gab, Pokémon Mystery Dungeon Rot auf der rechten Seite. Viel Spaß mit den Videos!